Ja, herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Keine Angst, Sie sind im richtigen Film. Das war der Trailer zu unserem Go East Festival, Festival des mittel- und osteuropäischen Kinos, das seit gestern läuft, auch ab morgen hier in diesem Kino. Auch ganz viele tolle Filme, die uns hier erwarten. Aber heute haben wir unsere Veranstaltung, eine, ja, die sich inzwischen sehr, sehr etabliert hat. Was tut sich im deutschen Film? Wir zeigen jeden Monat normalerweise einen herausragenden aktuellen deutschen Kinofilm und einen Kurzfilm vorher. Und das heute ist ein Special. Wir zeigen mittellange Filme, 3 Stück, und freuen uns ganz besonders, dass die 3 Regisseure auch anwesend sind. Sie kommen dann nachher auch gleich nach vorne. Mittellange Filme, ich finde es klasse, dass sich so viele dafür interessieren. Das sind natürlich Filme, die man sonst nicht so leicht zu sehen kriegt. Auch das werden wir heute noch ausführlicher erfahren. Das Leid vielleicht, das dann einen mit dieser Länge treibt, weil es ist zu lang für einen Kurzfilm oftmals und es ist zu kurz für einen Langfilm. Und wir waren auf einigen Festivals, wo diese Filme trotzdem gezeigt werden. Vor allen Dingen Hof und Saarbrücken sind da zu nennen. Und wir haben da 3 echte Perlen ausgegraben, finde ich. Und die zeigen wir heute. Und ja, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Wir machen diese Veranstaltung wie immer in Kooperation mit der EPD Film. Das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Der Autor Uli Sonnenschein wird heute das Gespräch mit den 3 Regisseuren führen. Und es gibt natürlich auch dieses Sonderheft, Was tut sich im deutschen Film, wo diese Gespräche immer wieder abgebildet werden. Das ist im Internet und am Museumsshop erhältlich. Ja, was erwartet uns heute Abend? Es sind 3 Filme. Jeweils vor dem Film wird der jeweilige Regisseur ein paar Worte sagen, was sie gleich erwartet. Das ist zuerst Teilhard von Christoph Ischinger, dann Geister, die ich rief von Lena Knaus und zuletzt Great von Andreas Henn. Und danach bleiben sie einfach sitzen, denn dann gibt es dieses Gespräch, dauert circa 1 Stunde. Und ja, da können Sie auch Fragen stellen, was Sie daran interessiert, was Sie schon alles mal zum mittellangen Film wissen wollten. Und ja, begrüßen Sie mit mir den Regisseur des ersten Films, Christoph Ischinger. Hallo Christoph, du bist aus München und hast uns einen Film mitgebracht, also ursprünglich zumindest, du hast da studiert, ne? Genau. Magst du was zu Teilhard sagen? Ja, also entstanden an der Filmhochschule in München als Sonderprojekt quasi, Masterclass unter der Ägide von Michael Verhoeven. Gedreht haben wir im Dezember vor jetzt 1,5 Jahren. Genau, und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Gespräche später. Jetzt müssen Sie erstmal einen Film gucken, oder? Ja. Vielen herzlichen Dank, schön, dass du da bist. Einen Applaus schon mal für Christoph Ischinger. Ja, und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer viel Vergnügen. Das ist ein Film, ja, der hat auf vielen Festivals schon beeindruckt, unter anderem in Hof und Saarbrücken. Das schaffen die wenigsten, da in beiden Festivals zu laufen. Viel Vergnügen. Und ja, begrüßen Sie nun mit mir die 3 Regisseure sowie Uli Sonnenschein, den Moderator. Machen wir mal an, dann geht das auch. So. Ja, ich hoffe, man hat das trotzdem einigermaßen verstanden. Ich hatte das Vergnügen, den Film mit deutschen Untertiteln zu sehen, und da gibt es dann doch einige erhellende Momente. Der Sprache bin ich leider nicht mächtig. Also, wir haben gesehen Great als letztes von Andreas Henn, ganz außen. Dazwischen Geister, die ich rief von Lena Knaus zu meiner Linken, und in der Mitte Teilhard von Christoph Ischinger. Zum Ablauf, ich werde jetzt kurz mit jedem einzelnen Regisseur über seinen Film reden, dann werden wir allgemein ein wenig über die Form des mittellangen Films reden und dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen an die 3. Fangen wir an mit Teilhard, dem ersten Film, den wir gesehen haben. Das ist ja schon fast eine Starbesetzung mit Jürgen Heinrich und Eleonore Weisgerber. Da ist ja nicht jetzt mal eben aus der hinteren Bank der Klasse jemand gecastet worden, sondern das sieht schon richtig aus wie zumindest Fernsehfilm, wenn nicht Kino. Wie kam es zustande? Wie kam die Besetzung zustande? Hast du viel Arbeit da reinstecken müssen? Also ich habe mich sehr gefreut und es war ein großes Glück, diese beiden Darsteller
unter anderem zu bekommen. Und ich hatte ein großes Glück einfach auch von Anfang an mit meiner Casterin, die sich für mehr oder weniger kein Geld dazu bereit erklärt hat, mit mir da sehr lange auch dran zu arbeiten. Und ich hatte ein paar Ideen, sie hatte sehr viel mehr und hat mir meistens, ohne irgendwas dazu zu sagen, Showreels von irgendwelchen Menschen gezeigt, für Rollen. Und ganz am Anfang war Jürgen Heinrich, man kennt den aus Wolfs Revier, dieser Sat.1-Serie, kennt man den, glaube ich, noch ganz gut. Und war von Anfang an irgendjemand, der mich doch sehr fasziniert hat. Und Eleonore kannte ich aus einem anderen Film und wollte sie unbedingt haben. Und hatte das große Glück, dass sie sich dann auch mit mir getroffen hat und wir einen Weg gefunden haben, dass das geklappt hat. Jetzt, das hört sich jetzt so an, als geht man da irgendwie hin und sagt, hallo, guten Tag, ich bin Student, ich mache hier einen Film in der Meisterklasse. Ich möchte gerne, dass Sie da mitspielen. Geld habe ich keins, Zeit habe ich auch nicht. Kommen Sie doch mal vorbei. Ungefähr so, ja. Das Einzige, was man am Anfang bietet, ist, dass man den Kaffee zahlen kann und trifft diese Menschen und versucht irgendwie rauszufinden, im Gegensatz zum großen Kinofilm, ich weiß nicht, ob ihr es anders gemacht habt, habe ich es nicht geschafft, irgendwie Eleonore Weisgerber oder Jürgen Heinrich zu sagen, kommt man zum Casting vorbei und ihr spielt mal was vor und dann sage ich, ob ich euch gut finde. Es war eher andersrum. Also es war eher so, dass es darum ging, dass die mich mal kennenlernen und man rausfindet, wollen die für umsonst 2 Wochen Zeit mit mir verbringen, die auch gar nicht so einfach waren. Und das hat Gott sei Dank geklappt. Da stehen ja noch 2 Herren im Hintergrund, einmal Michael Verhoeven als Professor oder Leiter der Klasse und dann Hans Zischler. Hatte das irgendwie Einfluss darauf? Haben die sozusagen letztendlich da auch Mitsprache gehabt und haben geholfen, dieses Cast zusammenzukriegen und auch die Produktion zusammenzubringen? Ja, Hans ist eine ganz andere Geschichte. Hans war eigentlich auch mal ein Teilhard. Ist aus diversen Gründen hat das dann Jürgen gemacht, worüber ich heute auch sehr froh bin. Ist eine ganz andere lange Geschichte. Und Michael Verhoeven hat mich als Meisterschüler, sagt man das dazu, glaube ich, angenommen und da hatte ich das Treatment für dieses Buch schon und hat mich erstmal gezwungen, in normalem Deutsch zu schreiben und wirklich auch echte Drehbuchform zu finden und hat dann sehr lange mit mir im Vorfeld diskutiert, eigentlich dann während den Casting-Prozessen war er in München und ich in Berlin und ich habe ihm ab und zu mal so einen Brief geschrieben, was ich gerade so mache und dann hat er entweder einen Daumen nach oben oder nach unten gemacht. Aber war da eher so als Papa im Hintergrund, wo ich manchmal hingehen konnte, wenn es gerade nicht so klappte. Und da hat er meistens Rat und Beistand. So ein bisschen anders ist es ja bei der Fernsehunterhaltung. Der Bayerische Rundfunk zeichnet hier als Co-Produzent. Ich hatte mal das weniger große Glück, bei so Verhandlungen dabei zu sein. Da wurde dann doch ganz schön mitgeredet und man wollte dann weitere Treatments sehen und Drehbuchumarbeitungen und jeder Redakteur hatte irgendwie das Bedürfnis, seinen Fußabdruck in diesem Projekt zu hinterlassen. Wie war das bei dir? Ja, nicht immer nur einfach, tatsächlich auch da mit meiner Redakteurin das Glück gehabt, dass sie irgendwann auch gemerkt hat, dass ich relativ dickköpfig sein kann und mich dann einfach hat fahren lassen. Es gab so 1-2 Punkte, wo wir, glaube ich, uneins geblieben sind. Aber das Vertrauen, was mir da ausgesprochen wurde, kann ich mich eigentlich nur für bedanken. Das war ganz cool. Als ich den Film gesehen habe, kam mir so ein bisschen der Titel von Krzysztof Kieslowskis Dekalog in den Hinterkopf, ein kurzer Film über das Töten, ein kurzer Film über das Sterben. War diese zentrale Todesszene, war das sozusagen der Punkt, um den herum du deine Geschichte entwickelt hast? Oder wie ist diese Geschichte von Tyler zustande gekommen? Andersrum. Also eigentlich war irgendwann war auch mal Lilly die Hauptfigur, die Tochter. Da habe ich relativ lange rumgebastelt und es gab dann eine Szene, die mich nicht losgelassen hat, die auch nicht mehr im Film ist, aber da war ein Opa mit einem weinenden Enkel und es ist so ein starker, kräftiger, protestantischer Opa und irgendwann weint er einfach mit. Das Kind ist dann jetzt auch nicht mehr dabei, aber der ältere Herr weint noch und irgendwie daraus entstand irgendwie das Ganze vorne weg, um so ein
harten, großen Mann und Gestalter mal zum Weinen zu bringen. Ja, er ist ja nicht nur ein harter Mann und Gestalter, sondern er ist ja auch ein Bringer des Todes sozusagen. Also er ist der Vordenker der Afghanistan-Strategie der Bundesregierung. Das wurde da lange Konflikt genannt. Irgendwann hat man dann zugegeben, es ist ein Krieg. Da verbindet sich plötzlich große Weltgeschichte, große Politik mit ganz individuellem Leid. War das dieses Spannungsfeld, in dem du gedacht hast, oder hat sich das nach und nach entwickelt? Ja, also es ging dann durchaus auch mir um was Politisches. Er sagt ja auch diesen Satz, ich kann jetzt, glaube ich, nur paraphrasieren, das geringste Übel, zu dem wir moralisch verpflichtet sind. Und darum ging es mir auch, dass dieser Mensch, man verurteilenswerte oder also schwierige Entscheidungen, sage ich jetzt einfach mal wertfrei, fällt, weil er sie für richtig hält. Was ich auch, glaube ich, der Bundesregierung zugute sprechen würde, dass die, glaube ich, da denken sie oder Überzeugungstäter sind und es auch da den Raum gar nicht gibt, das zu hinterfragen. Und ich wollte tatsächlich über Politik was erzählen oder versuchen, mal an so einen Politiker ranzukommen, was man, glaube ich, in der Plenumskonferenz oder sonst irgendwas gar nicht kommt, und gucken, dass da ja eigentlich auch noch ein Mensch ist. Das war eine große Faszination, die ich so habe. Also auch bei Ursula von der Leyen, wie ist die eigentlich zu Hause? Gibt es die da? Und da bin ich mal so einem Herrn hinterhergegangen. Der hat ja ganz schön viel Plenum noch im Gepäck. Das merkt man dann, wenn er seinen Fahrer verabschiedet und sagt, ich muss hier jetzt mal Präsenz zeigen. Also das ist ja die politische Floskel schlechthin. Also da ist immer noch genug Politiker da, bis hin zu der Rede in der Kirche. Auch das ist quasi eine familienpolitische Rede. Also das bleibt immer bis zu dem Moment, wo er dann, wo alles vorbei ist, im Grunde in Tränen ausbricht. Ja, genau. Also es war tatsächlich dann auch wirklich der Versuch, diese Figur lange, so, also Distanz ist jetzt immer so ein schwieriges Wort, wenn man es über das Filmemachen redet, aber da so ein Geheimnis zu wahren und auch eine Spannung zwischen Zuschauer und dieser Figur zu schaffen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt Ihnen da ging, aber es gab dann so ein, zwei Leute, die dann danach auf mich zugangen und meinten, dass sie wirklich physisch auf die Figur reagiert haben, im Positiven wie auch im Negativen. Und was ich ganz schön finde und was eigentlich auch mein Ziel da war, dass ich diese Figur nicht auserzähle, bis aufs Ende, ist, dass da relativ viel dann über die Figur nachgedacht wird und hoffentlich nach dem Film auch über diese Figur und da, wo sie, was sie repräsentiert, ein bisschen drüber geredet werden kann. Das Auserzählen ist ein wichtiger Punkt. Es gibt ganz, ganz viele Momente, die nicht auserzählt werden. Es gibt Momente, wo Sprache vernichtet wird sozusagen und auch ein Vermächtnis vernichtet wird, um eben eine Geschichte nicht erzählen zu müssen oder nicht mehr erzählen zu können. Warum springt diese Frau vom Balkon? Hast du an irgendeinem Punkt der Arbeit gedacht, hätte ich doch nur ein 90-Minuten-Projekt und könnte diese ganzen Geschichten auserzählen oder könnte mehr Umfeld schaffen für diese Laborsituation? Ja, im Schnitt. Also eigentlich wäre der Film, glaube ich, hätte man alles mal aneinander gehackt. Oder der Rohschnitt, als wir ihn gemacht haben, war, lass mich lügen, ich glaube 45 Minuten lang. Jetzt ist der Film 28 Minuten lang. Da ist natürlich, wenn man es dann komprimiert und Szenen zum Funktionieren bringt, gewinnt man auf jeden Fall Zeit. Aber was ich nicht geschafft habe in dieser Form von diesen 30 Minuten, 40 Minuten. Ich wollte eigentlich auch den anderen Figuren Raum geben und da musste ich relativ viel, was es an Spannungsverhältnissen zwischen den einzelnen Figuren da noch gab innerhalb der Familie. Das ist auch mittlerweile nur sehr wenig anerzählt und ich habe es einfach nicht reinbekommen, weil der Film in der Zeit nur Aufmerksamkeit haben wollte auf die Hauptfigur. Also das ist auch, also da können wir, glaube ich, schon auf den mittellangen übergehen. Das ist dann so novellistisch. Und da habe ich dieses eine Ding, was ich erzählen will. Und da gab es dann den Raum nicht, um noch das Ensemble auszuerzählen oder einen B-Strang oder C-Strang aufzumachen, wie es dann wahrscheinlich in 90 Minuten hätte machen können. Und zu sagen, ich mache jetzt einfach 90 Minuten draus, das war die Vorgabe der Aufgabe in der Klasse? Oder wie hing das zusammen? Tatsächlich bin ich beim Schreiben so bei diesem Stoff auch angelangt und natürlich ist es dann auch opportun, weil
es dann auch immer eine Budgetfrage ist. Und ich wusste ungefähr, was ich so haben könnte. Und natürlich habe ich dann auch aus den Möglichkeiten heraus ein bisschen geschrieben. Also klar hätte man da irgendwie noch größer denken können oder so, aber es war dann irgendwann, war es auch logisch, der wird irgendwann so eine Länge zwischen 15 und 40 haben, mal gucken. Und dann habe ich geschrieben, dann habe ich ein paar Seiten gestrichen und dann war allen Leuten unklar, was das überhaupt soll. Dann habe ich ein paar Seiten mehr geschrieben und dann war das Drehbuch, glaube ich, 35 Seiten lang und dann haben wir mal gedreht. Und das war ja dann auch das, was man dem BR verkauft hatte und wofür die Filmhochschule ein bisschen Geld gegeben hatte. Und da debattiert man dann schon, ob man 10 oder 11 Drehtage haben darf. Und ich hätte gerne zwischendurch weitergemacht, aber ging nicht. Die schwierigste Szene ist diese Sterbeszene in der Mitte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die im ersten Skript direkt so ausgesehen hat. Wie hat sich das entwickelt? Wie bist du Schritt für Schritt an diesen Tod herangegangen oder war dir direkt klar, ich gehe aus dem Ton raus, ich gehe in die Zeitlupe, ich versuche irgendwie starke Bilder zu produzieren, aber keine Worte zu verwenden. Wie war das? Also lustigerweise würde ich widersprechen. Die schwierigste Szene war das Ende. Das war ein ganz, ganz schwerer Brocken, das zu drehen. Das Weinen im Auto? Ja. Zu wenig Glycerin, oder? Das war echt. Wir haben komplett die Limousine von oben bis unten mit irgendwelchen Materialien ausgestattet, die Heinrich angucken konnte. Und wussten auch, wir haben ungefähr einen Take, dann geht's auch nicht mehr. Aber so war es auch im Krankenhaus, das war bloß der, also wir haben wirklich den ganzen Dreh gewartet, bis wir das Ende gedreht haben im Auto, wo er weint, um das irgendwie aufzuladen und um ihm diesen Raum zu schaffen, um das zu spielen. Das im Krankenhaus war, glaube ich, der erste oder zweite Drehtag und wir hatten auch keine Zeit zum Proben, weil Jürgen Heinrich vorher in Spanien war oder sonst irgendwas. Und ich habe dann tatsächlich einfach Musik angemacht, hab erklärt, wo was ist und wir haben für jede Figur die Kamera, glaube ich, 20 Minuten laufen lassen und gesagt, macht mal. Also und vorher halt wirklich lange mit den Menschen geredet und dann habe ich auf meinen Kameramann und auf die Schauspieler vertraut. Stimmlich, bei Eleonore mussten wir es ein zweites Mal machen, weil ich das Fenster so toll fand. Und da haben wir noch einen Weg gefunden, das mit der Kamera besser zu filmen. Aber es war, ich wüsste nicht, wie man sowas inszeniert. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich sage, dann nimmst du das und machst das, sondern es war eine Stimmung aufbauen und eine Stunde lang mein Team irgendwo Essen schicken und mit den Schauspielern Zeit verbringen und dann hoffen, dass der Filmgott es gut mit einem meint. Und am Ende ist es wie bei Hitchcock, das Wahre entsteht im Schnitt. Ja, also auch das Lied war das einzigste Lied, das in dem Moment, wenn man es ein Lied nennen will, das gab's schon. Das war das einzigste, was es gab. Den Rest hat der Musiker gemacht. Ein bisschen war die Stimmung klar. Es war die erste Szene, die wir geschnitten haben, die so geblieben ist. Alles andere haben wir irgendwann nochmal geändert. Ich hatte am 13. Dezember 2011 hatten wir den letzten Drehtag in Bonn. Ich bin zurückgefahren nach Berlin und am 16. Dezember hatten wir eine Rohschnittabnahme beim BR. Wegen vertragstechnischen Gründen musste ja noch 2011 sein. Das heißt, wir haben in 42 Stunden den Film geschnitten, erstes Mal. Was nicht üblich ist. Das ist mit sehr wenig Schlaf verbunden. Danach, also es war auch keine wirklich besonders gute Abnahme. Der Film hat noch nicht so wahnsinnig toll funktioniert. Danach haben wir alles nochmal wirklich angefasst und neu geschnitten. Außer dieser Szene haben wir keinen Frame mehr verschoben. Die war da. Was sagt uns der Titel? Teilhard? Zum Teilhard? Nee, ist zusammengeklaut. Also bezieht sich auf Teilhard de Chardin, über den ich gestolpert bin. Das ist ein französischer Jesuit, Philosoph, Paläontologe, der mittlerweile, glaube ich, Schutzheiliger des Internets auch genannt wird, weil er relativ viele Ideen, also er hat eigentlich versucht, dass das katholische Christentum mit der Evolution zu versöhnen und hat dann Theorien dazu geschrieben, dass das eigentlich alles auf einen zentralen Fokuspunkt zuläuft, wo die Evolution uns quasi einen Gott gewünschten, allumfassenden Zustand erreicht. Also sowas wie
das Meme und so hat er eigentlich vorher erfunden. Und verschiedene Stufen der Aufklärung. Und dann hat Don DeLillo ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben, wo er sich auf eben diesen Punkt, den Omega-Punkt, bezieht. Don DeLillo, ein amerikanischer Autor, das Buch heißt Omega-Punkt, das sollten Sie alle lesen. Wenn Ihnen der Film so ein bisschen gefallen hat, weil das Buch ist sehr toll. Gut, dass ich gefragt habe. Bleiben wir beim Titel, gehen zum anderen Film. Geister, die ich rief, Lena Knaus. Bei Goethe heißt das im Original übrigens, Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werd ich nur nicht los, und ist sowas wie ein Stoßseufzer. Was sagt uns der Titel im Zusammenhang mit diesem Film? Ja, also dieses... Aha, ja. Also tatsächlich, Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht los, ist so ein bisschen das, was in dieser Frau vorgeht, in Johanna, die sich, also so wie ich das sehe, das gewünscht hat, dass dieser Liebhaber zurückkommt oder dass sie das noch kriegen kann, was sie einst nicht hat kriegen können. Aber wie das so ist mit so Sehnsüchten und Dingen, die man sich wünscht, wenn es dann eintritt, dann ist es teilweise schwierig, damit umzugehen. Und sie kann es ja dann offensichtlich nicht mehr kontrollieren. Drum wird sie die Geister nicht mehr los. Ich habe den Film, als ich den Titel sah oder las, war mir sofort dieses Goethe-Zitat eingefallen und habe dann den Film schon beim ersten Sehen so ein bisschen auf Geister abgesucht und ich habe wahnsinnig viele gefunden. Es fängt an mit dem Friedhof, der ist voller Geister. Dann gibt es den alten Liebhaber, der auch irgendwie wie ein Geist ist. Das Haus des toten Vaters, wie so ein Geisterhaus. Dann diese Liebesszene, die aussieht wie die Laokoon-Gruppe aus der klassischen Antike. Auch da kommen die Geister hervor. Und schließlich in der Kirche der Heilige Geist, mit dem sie quasi auch noch ein erotisches Erlebnis hat. Also der Film steckt voller Geister. Und so ein bisschen ist dann dieser Titel Geister, die ich rief, doch die Aussage der Regisseurin. Naja, meine unbewusste Aussage vielleicht. Also so viele Geister wollte ich gar nicht reinbeschwören. Also, aber tatsächlich ist interessant, dass das jetzt der Liebhaber sogar als Geist empfunden werden kann. Das kommt vor allem von den Schweden, die das immer gesehen haben. Die empfinden den total als irreal, als Geist, der einfach so immer aus dem Nichts auftaucht. Ich habe ihn schon als real eigentlich gemeint, im Sinne von, er ist eine reale Sehnsucht auf jeden Fall, mit der sie sich auseinandersetzen muss. Aber ansonsten sind die Geister vielleicht auch eher die, also sie hört ja auch immer wieder so Stimmen oder es flüstert in ihrem Kopf, also sie flüstert den Psalm in der Kirche, sie hört, was der Liebhaber ihr gesagt hat. Ich glaube, das ist es eher, dass ihre Vergangenheit und das, was sie ständig denkt und womit sie sich auseinandersetzt, sie halt immer wieder einholt und dass das ihre inneren Geister sind. Warum spielt der Film in Schweden? Aus vielerlei Gründen. Also ich finde, dass diese Natur dort ein wunderbarer Spiegel ist für ihre Seele, diese Wälder, die einerseits düster sind, aber man kann sich auch gut drin verstecken. Es ist alles ein bisschen wild, die Seen sind auch zum Spiegeln da, bieten Freiheit. Es ist alles ein bisschen einsam, man ist auf sich selbst zurückgeworfen dort. Und mir liegt tatsächlich die schwedische Sprache sehr nahe. Und ich finde... Du beherrschst die auch. Ja, sonst hätte ich diesen Film nicht auf Schwedisch drehen können. Die ist ganz toll, um Emotionen auszudrücken. Mehr als die deutsche Sprache das vermag, finde ich. Und deswegen lag mir das sehr am Herzen, das machen zu können. Ich fand auch sehr schön, dass man diese zwei Welten hat. Deutschland, Schweden, die zwei Männer, die zwei Welten. Das war ein bisschen Diskussionsthema mit dem Sender, ob das möglich ist, in einem deutschen Fernsehsender einen schwedischen Film. SWR ist das, ne? SWR und BR sind da mit drin. Und die hatten da durchaus Bedenken. Und ich habe eigentlich um jeden Satz ringen müssen, dass er schwedisch sein darf und nicht deutsch. Aber am Ende hat es dann wiederum niemanden interessiert. Da fanden sie es ganz, ganz toll. Aber im Vorfeld wurde da viel drüber diskutiert. Ich stelle mir das schwierig vor, dass man einen Abschlussfilm einer deutschen Filmhochschule mit zwei deutschen Fernsehanstalten im Boot im Ausland dreht, egal in welchem. Da kommen ja enorme logistische Probleme, da kommen verschiedene Gesetzgebungen, Dreherlaubnisse und so weiter. Die Produktion wird dadurch ungeheuer erschwert. War das nicht auch ein Risiko? Ja, ich habe den Produzenten quasi so von Last geknallt. Also da drehe ich. Also ich kenne den Ort sehr gut. Und ich hatte dann die Drehorte eigentlich immer schon vor Augen. Also man musste jetzt nicht groß eine Location-Tour machen. Das gab es alles schon und die waren auch sehr unkompliziert. Zum Beispiel die Kirche, ich stelle mir das in Deutschland schwieriger vor. Der Pfarrer hat einfach gesagt, okay, ihr habt den Schlüssel, geht rein, wann ihr wollt. Nur nicht sonntags, da ist Gottesdienst. Am Friedhof durften wir an einem Tag nicht, weil eine Beerdigung war. Ansonsten durften wir da ein Grab ausheben ohne Probleme.
im Supermarkt, die haben wir gefragt, dürfen wir da irgendwie drehen? Hier müsste man den schließen oder das nachts machen. Wir haben da bei vollem Betrieb gedreht. Wir haben gesagt, ihr müsst Kabel mitbringen, damit ihr den Strom benutzen dürft. Also es war relativ unkompliziert. Aber das stimmt schon, die Logik, es ist wirklich im Nirgendwo, dieser Ort. Der ist sehr tief im Wald und mein Produzent rief mich, als ich schon dort war, um zu proben, rief der an, völlig panisch aus Deutschland und sagte, ich habe jetzt begriffen, wie weit weg das ist. Man fährt so lange. Ja. Aber es hat irgendwie alles wundersamerweise funktioniert. Der Laster kam dann irgendwann an mit dem Licht und Dixie-Klo wurde geliefert, Starkstrom wurde gelegt. Das sind ja dann die Geister, die hinter dem Rücken was in die Wege leiten. Jetzt ist das mit den Stars in dem Film nicht so ganz einfach. Es gibt tatsächlich einen, nämlich Ola Rapace. Ola Rapace ist, um das kurz zu erklären, der Ex-Mann von Noomi Rapace. Noomi Rapace ist Lisbeth Salander in den Millennium-Verfilmungen. Also er ist quasi jemand. Das würde ihn ärgern, wenn er so eingeführt wird. Ja, ich glaube das auch, dass sie das ärgern würde. Aber hier ist es leider so, weil hier kennt ihn niemand und sie kennt im Grunde von dem Publikum wahrscheinlich 98%. Insofern, schwierig, oder? Ein schwedischen Star in einer deutschen Produktion? Naja, mir war ganz ehrlich nichts. Also er ist in Schweden der größere Star als Noomi Rapace, seine Ehefrau oder Ex-Ehefrau. Mir war das nicht so klar. Ich habe ihn im Theater in Stockholm spielen sehen, vor 4 Jahren schon, und fand ihn großartig. Hatte keine Ahnung, wer das ist, und habe hinterher schon überlegt, den anzusprechen, ob er vielleicht mal Lust hätte, den Film zu drehen. Habe ich Gott sei Dank nicht gemacht, weil ich dann rausgefunden habe, dass er schon sehr viele Filme gedreht hat. Und ich habe ihn dann, als es dann aktuell wurde, aber einfach über seine Agentur angefragt. Ich glaube, es hat ihn ein bisschen gereizt, dass es eine deutsche Produktion war. Darum war er, glaube ich, offener, als wenn jetzt schwedische Studenten hätten vielleicht nicht gefragt. Also wir haben ja auch mit der schwedischen Filmhochschule dann ein bisschen zusammengearbeitet und die waren ganz ehrfürchtig und gesagt, um Gottes Willen, wie hast du das gemacht? Und ich war halt ein bisschen unbefangen, weil ich aus einem anderen Land komme und nicht so eine Star-Ehrfurcht quasi hatte. Und dann ging es ihm nur darum, dass die Konstellation stimmt. Also er hat mit seiner Zusage gewartet, bis klar war, wer die Hauptrolle, die weibliche, spielt. Weil die ja schon eine große Intimität eingehen mussten. Und deswegen war er da ein bisschen zögerlich erst. Aber er hat sich, glaube ich, auch sehr wohl gefühlt bei uns am Set, weil keiner irgendwie dachte, oh Gott, Ola Rapace. Während die Schweden in dem Ort, wo wir waren, alle für Autogramme Schlange standen. Ne? Auch hier Kieslowski, ein kurzer Film über die Liebe. Wie hat die Geschichte ihren Lauf genommen? Hat es sozusagen mit dieser gebrochenen Liebe angefangen? Oder wo war der erste Punkt, wo die Geschichte anfing, in deinem Kopf? Das ist immer so schwer zu sagen, weil die einfach irgendwie entstehen. Also ich war dort an diesem Ort in Schweden, als ich das Drehbuch geschrieben habe. Und mein Vater war gerade gestorben. Und ich war da halt irgendwie, um mich auf mich zu besinnen. Und alles war sehr ruhig. Und ich wusste überhaupt nicht, was für eine Geschichte da rauskommen soll. Langfilm war an der Finanzierung gescheitert und ich musste ein neues Drehbuch schreiben für einen kürzeren Film und wusste gar nichts. Und dann ist das irgendwie zu mir gekommen, dort in dieser Stille, in dieser Ruhe, so ein Sehnsuchtsmotiv und seinen Platz nicht richtig gefunden zu haben oder mit dem zu hadern, was man hat und wie es anders sein könnte und wie das halt immer so ist, was man halt nicht hat. Das war, glaube ich, so ein Thema, dass man was sich herbeisehnt, was halt unmöglich ist und das eigentlich dann, wenn es eintritt, auch nicht lösbar ist. Ich hatte jetzt das Glück, eine DVD zur Verfügung gestellt zu bekommen im Vorfeld. Auf dieser DVD, wie es sich für eine DVD gehört, gibt es nicht nur den Film, sondern auch noch Extras, nämlich Behind the Scenes, Making of und Sound Capturing und was man da alles so macht beim Film. Und da gibt es ein Bild, da hat jemand eine Liste in der Hand und da steht drauf Fuck-Up-List. Was ist das? Da haben Sie aber sehr genau hingesehen. Ja, das hat die schwedischen Mädels, die Kostümbildnerin und die Maskenbildnerin, die haben sich teilweise, wenn sie gerade nichts zu tun hatten, ein bisschen gelangweilt, weil sie wenig verstanden haben, wenn wir dann doch Deutsch sprachen. Und die haben sich einen Spaß draus gemacht, eine Fuck-Up-List zu machen, wo sie alle Departments aufgelistet haben und dann Strichlisten geführt haben, wer wann einen Take versaut hat, dass man einen Take nochmal machen muss, an wem lag's. Ich weiß aber nicht, wer gewonnen hat oder verloren. Was mir auch aufgefallen ist, dass 60% der Leute, die im Film keine Brille tragen, in den Behind-the-Scenes plötzlich Brillen tragen. Ist das uncool, im Film Brillen aufzusetzen?
Also von den Schauspielern hat im wahren Leben, ah doch, natürlich, Lisa hat eine Brille, oh Gott, ja. Die Schauspieler, die Hauptdarstellerin hat eine Brille, aber sie hat eine knallrote, sehr große Brille. Das hätte vielleicht der Ästhetik nicht ganz versprochen. Ich glaube, sie trägt sie auch eher aus modischen Gründen. Sie braucht sie nicht zum Sehen. Ist dieser Film schon in Schweden gelaufen und gibt es irgendwelche Reaktionen von dort? Tatsächlich leider noch nicht. Es gibt in Schweden nicht besonders viele Festivals überhaupt und schon gar nicht für diese Länge. Wir versuchen, den jetzt im Stockholmer Filmfestival unterzukriegen. Dafür dürfte er eigentlich nur 30 Minuten lang sein. Also Daumen drücken, dass sie ihn trotzdem nehmen. Insofern habe ich wenig Reaktionen, außer von Leuten, die dort in dem Ort wohnen und beim Dreh geholfen haben und denen ich den Film jetzt im kleinen Rahmen schon gezeigt habe. Aber die achten dann eher auf, ach guck mal, da ist unser Supermarkt und das sind andere Kriterien. Du hast gesagt vorhin, das Geld hat nicht gereicht für eine lange Produktion. Jetzt zu sagen, okay, ich will ihn auf jeden Fall in Schweden zeigen, dann nehme ich halt noch 10 Minuten raus, auch egal. Wir haben ehrlich gesagt schon drüber nachgedacht, ihn zu kürzen. Aber ich finde es sehr schwierig, weil der Film eben so atmosphärisch aufbaut und ich kann eigentlich keine Szene komplett wegnehmen. Und ich, naja, das wäre, vielleicht mache ich es mit meiner Katharin mal, dass wir uns überlegen, ob das möglich ist. Aber eigentlich denke ich, mein Gott, der Film ist so lang geworden, wie er es gebraucht hat, habe ich das Gefühl. Und es war nicht vorgesehen, ich wollte eigentlich einen 30-Minüter machen, eben damit ich das Festivalproblem nicht habe. Dann war der erste Rohschnitt 70 Minuten lang. Und aber das war dann wirklich zu lang, da war ein bisschen zu viel nachgedacht zwischendrin. Und dann... Das war auch ästhetisch zu lang, also nicht nur von der reinen Länge. Ja, ich fand das zu lang. Meine Katharin hatte das angeboten als Rohschnitt und als ich in den Schnittraum kam, war das erstmal sehr lang. Und habe ich wirklich gemeint, boah, ja, okay, weiter im Text. Also er soll schon atmosphärisch sein und ich glaube, er nimmt sich jetzt den Raum, den er braucht. Aber ich konnte ihn weder jetzt dehnen, damit er ein Langfilm wird, sollte auch nicht werden, noch kürze ich ihn jetzt. Jetzt ist er halt 40 Minuten lang und er wird ja zum Beispiel hier gezeigt und es gibt ein paar Gelegenheiten. Und im Fernsehen spielt jetzt die Länge eh keine Rolle, wird er auch gezeigt. Wunderbar. Kommen wir zu dem dritten, dem letzten Film, den Sie leider nur mit 70% des Vergnügens sehen konnten. Great von Andreas Henn, unabhängig von jeder Filmhochschule produziert und auch unabhängig in der eigenen Produktionsgesellschaft, also selbst als eigener Produzent. Genau, also zusammen mit Alexander Wasilewski, der auch Produzent und Kameramann ist davon. Was bei dem den Unterschied für mich ausgemacht hat, ist, es mir kein Kieslowski-Titel eingefallen für den Film. Das ist doch schon mal gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass Länge hier bei diesem Film eine ganz andere Rolle spielt als bei den anderen Filmen. Also dass hier sozusagen jede Minute mehr wäre für dich und vielleicht für alle anderen auch eher unnütz oder Qual gewesen. Also da ist ein Format gefüllt mit einer Begebenheit, die auch keine Nebenstränge mehr will oder zulässt. Das ist eine kleine Begebenheit. Ist das so? Naja, ich glaube, also auf alle Fälle ist es so. Er ist ja auch nochmal wirklich deutlich kürzer als eure beiden Filme. Ist ja 23 Minuten lang. Dass er so kurz dann doch noch geworden ist, liegt doch am Genre, glaube ich, dass es Komödie ist, dass man da einfach ein gewisses Tempo halten möchte, dass man, ja, dass auch die Geschichte eigentlich relativ simpel ist und auch klein erzählt werden sollte und auch nicht zu einfach für sich sprechen sollte und dann auch wahrscheinlich daran, dass ich selbst den Schnitt gemacht habe und irgendwann gelangweilt war und dann ehrlich gesagt einfach ausgesiebt habe und Das passiert ja wahrscheinlich bei jedem Film. Wenn man 45 Mal gesehen hat, ist man wahrscheinlich gelangweilt. Wenn dann jeder eine 20-Minuten-Version erstellen würde, hätten wir sehr viel mehr mittellange Filme. Ja, wahrscheinlich. Wie bist du auf diese Geschichte gekommen? Also ist tatsächlich eine wahre Begebenheit. Man hat ja am Ende den Nikola nochmal in real gesehen. Sowas findet man ja nicht im Geschichtsbuch. Nee, sowas findet man auf Wikipedia. In der Tat. Ja, das ist tatsächlich die Quote vom Wikipedia-Eintrag vom The Great Dictator. Wie hieß der Gott des Internet? Nee, wir hatten für einen anderen Film an einem anderen Stoff gearbeitet, der auch in den 30er und 40er Jahren spielte und sind auf den großen Diktator gestoßen, der in einem völlig anderen Kontext dort behandelt wurde und haben uns damit auseinandergesetzt und haben diese kleine Quote gefunden, dass anscheinend ein Serbe Anfang 1942 in einem deutschen Soldatenkino in Serbien diesen Film gezeigt hat in Belgrad. Und
Das hatten wir eben zusammen gemacht und wir haben uns irgendwie beide angeschaut und fanden einfach dieses Bild Nazis und den großen Diktator in einem Raum schon extrem spannend und sehr lustig. Und hat ein paar Wochen gedauert, bis wir, weil wir natürlich weiter recherchiert haben, den Namen versucht haben rauszubekommen und so weiter und so fort und tatsächlich irgendwie eine Quelle zu finden. Und das war dann tatsächlich Professor Nikola Radosevic, den wir am Telefon hatten und dann ihn nach Berlin eingeladen haben. Und dann hat er uns 2 Tage lang alles erzählt. Und genau. Was sagt er zu dem Film? Er hat ihn gestern zum ersten Mal gesehen und hat ihn sehr gemocht. Also er ist natürlich noch, er ist sehr alt und auch das ist, glaube ich, ein sehr, sehr bedeutendes Ereignis für ihn. Und ich glaube, er muss ihn noch ein paar Mal anschauen und so weiter und so fort. Ich glaube, das war alles sehr aufregend gestern für ihn, weil auch Familie da war und er auch schon lange immer geplant hat, den Film eigentlich, oder er hätte sich immer selber, glaube ich, gerne gewünscht gehabt, dass schon viel früher ein Film gemacht wurde, aber es war immer die Idee, dass daraus ein Langfilm, und der Stoff reicht nicht für einen Langfilm, weil er doch sehr auf diese Pointe am Ende abzielt und alles vorher ja so ein bisschen so die Reise eigentlich immer erzählt, auch wie in unserem Film, und genau. Lena hat gesagt, sie hat die Sprache gewählt, weil sie eine starke Emotion ausdrückt. Das Serbo-Kroatische ist auch eine fremde Sprache. Ganz interessant, dass hier 3 Filme sind. Davon sind 2 maßgeblich mit Fremdsprachen gedreht. Das hätte man wahrscheinlich vor 10 Jahren noch nicht mal mehr gehabt. Heutzutage begibt man sich gerne in eine andere Sprache. Beherrschst du das Serbo-Kroatische und warum hast du das gelassen? Ich verstehe kein Wort und das war eigentlich rein Grund, dadurch, dass es eine wahre Geschichte war, wir nicht in Serbien selber drehen konnten, war es einfach auch nochmal so ein, und der ganze, ja schon, das ganze Konzept auch hinsichtlich auch handkameraweise möglichst authentisch, ein bisschen dokumentarisch zu werden und dann halt auch am Anfang, ja, den Zuschauer einfach in dieses Land zu befördern, eben auch über die Sprache, das war eigentlich sehr wichtig. Und das, was eben dem Film sehr zugute kam, ist, dass Nikola Radosevic eben beide Sprachen beherrscht. Also er spricht tatsächlich Serbisch und Deutsch. Und das heißt, es kippt nicht in der Mitte des Films, damit es dann irgendwie weniger anstrengend ist, sondern es ist tatsächlich so, dass er dort auch für die Propagandaabteilung gearbeitet hatte, damals als im Filmarchiv und darüber Deutsch gelernt hat. Ein wichtiger Satz fällt am Anfang, den, wie gesagt, man leider nicht verstehen konnte. Da heißt es nämlich, schon wieder Filme statt Munition. Und wenn du nächstes Mal nicht Munition bringst, brauchst du gar nicht mehr wiederkommen. Dann ist aber doch der Film die größere Waffe. Ja, gut erkannt. An der anderen Stelle heißt es dann, was gibt's denn da zu lachen? Und auch das erfahren wir, was es zu lachen gibt. Und lachen bis zum Ende, ein Tag ohne Lächeln, sagt Charlie Chaplin, ist ein verlorener Tag. Also, lachen auch eine Waffe? Ja, ich glaube auf alle Fälle. Also ich glaube, dass einfach Humor extrem entlarvend sein kann und das, glaube ich, ein total schönes Geschenk war, auf diese Geschichte zu stoßen und einfach zu merken, dass das stark sein kann, auch wenn es quasi am Ende nur auch vielleicht eine Person wirklich erreicht hat. So war es auch tatsächlich. Also er wurde auch tatsächlich vor der Hinrichtung eben bewahrt, weil es eine Person gab, einen ranghöheren Offizier, dem das auf irgendeine Weise imponiert hat. So, ob der jetzt nur einen guten, auch vielleicht einen ganz guten Tag hatte, den Tag weiß man nicht, aber er hat eine Person erreicht und das ist, glaube ich, das reicht aus für diese Aktion, die er gemacht hat. Und das Chaos auch im Kino, auch wird tatsächlich, was man manchmal immer so ein bisschen falsch macht, es war wirklich so, dass einfach ein Großteil haben sich einfach schlapp gelacht und haben sich irrsinnig amüsiert darüber. Also das ist quasi jetzt nicht die notwendige Reaktion, wenn man Chaplin zeigt, sondern weil es einfach tatsächlich Frontsoldaten waren, die natürlich auch mal happy waren, wenn sie irgendwie im Kino abgelenkt werden konnten. Und wenn es dann auch noch irgendwie der Charlie Chaplin ist, der sie da irgendwie denen begegnet, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen. In einem sehr absurden finnisch-deutschen Film Iron Sky wird aus dem großen Diktator im Schnitt ein Kurzfilm, und zwar ein Propagandafilm der Nazis für sich selbst, und dann sehen sie ihn irgendwann in voller Länge und merken, dass es ganz anders ist. Du hast tatsächlich einen großen deutschen Propagandafilm aufgenommen, zumindest qua Titel. Ich glaube, es gibt kein einziges Bild aus dem Wunschkonzert. Ja. War das so, weil es so war, oder war das so, weil du Eduard von Borsodis Film irgendwie da erwähnen wolltest? Das war so, weil es so war. Simple as that. Simple as that, ja. Also tatsächlich, das war so einfach. Also er sollte das Wunschkonzert liefern und hat beide Rollen quasi
gemixt. Und es ist also es ist reiner Zufall, dass beide Filme sind aus demselben Jahr, nämlich 1940. Eduard von Borschody ist eigentlich ein großer Mann im deutschen Film gewesen, bis zu Susanne von Borschody, seiner Enkelin, die heute noch im Film mitwirkt. Das alles Zufall oder Historie oder wie auch immer. Das ist nicht, ob das jetzt Zufall ist oder was, keine Ahnung. Also das war, soweit bin ich, glaube ich, da jetzt nicht reingegangen und da noch nachzufragen, was da irgendwie in zweiter, dritter, vierter und fünfter Instanz theoretisch an Bedeutung dahinter stecken könnte. So. Ich fand einfach die erste Kombination aus Wunschkonzert, der Aktion, diesem Chaplin-Fan Nikola Radosevic und dem großen Diktator, das hat mir ehrlich gesagt schon an Schlagkraft ausgereicht, ja. Du hast dich jetzt für einen mittellangen Film entschieden, ohne den Rahmen der Hochschule zu haben. Die sagt, mach doch mal einen mittellangen Film, das gehört sich so im zweiten, dritten, vierten Jahr. Wie viele mittellange Filme hast du schon gemacht und wirst du dabei bleiben oder hoffst du, dass du irgendwann 2,5 Stunden machen kannst? Nee, ich hoffe, dass es mein letzter ist, ehrlich gesagt. Das ist mein zweiter Kurzfilm. Also ich sehe es eher als einen Kurzfilm an, weil doch es ein bisschen in die Richtung noch der klassischen Kurzfilmlänge geht. Der nächste Film soll ganz bestimmt irgendwie der erste Langspielfilm werden, weil das einfach, glaube ich, ja, ich spannender finde, ich relevanter finde, die Art und Weise, in der man denkt, man ist aufgewachsen mit Langspielfilmen und nicht mit Kurzspielfilmen. Das ist der letzte und ist auch natürlich auch, diente so ein bisschen dadurch, dass man nicht von der Hochschule kommt, sich selbstständig gemacht hat und so weiter und so fort, muss man einfach Referenzen sammeln. Das heißt, man ist eigentlich quasi gezwungen, dieses Genre zu wählen, Kurzfilm, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen, auf Festivals zu kommen, auch mal sich selber vor allem mal auszuprobieren. Also man ist ja auch nicht irgendwie ein Genie oder irgendwie sowas. Das heißt, man muss erstmal das Handwerk irgendwie lernen. Und diese zwei Stufen haben enorm geholfen. Man hat wahnsinnig viel gelernt dabei, aber hat halt dann am Ende des Tages mit der Realität nichts zu tun, denn der Film landet auf Festivals, da ist filmaffines Publikum, sehr gewillt, da Dinge auch noch drin zu lesen, die man jetzt vielleicht aufs Erste nicht wirklich lesen könnte. So. Und ich glaube, der Schritt, wirklich auf den Markt zu gehen mit einem Film und Leute ins Publikum zu locken, ist nochmal ein ganz anderer. Aber der eigentlich relevante für mich, weil ich, glaube ich, Publikum, ja, Filme für ein großes Publikum machen möchte und darin für mich einfach der große Reiz und das Ziel besteht eigentlich. Und da sind halt einfach Festivals und auch so ein Rahmen wie heute ist natürlich wunderschön, aber es ist für jemanden, der auch, ich bin halt auch selber auch Produzent. Das heißt, man denkt halt auch immer mit einem halben Auge ein bisschen daran, dass ich muss das Ding auch irgendwie verkaufen und ich muss damit auch irgendwie Brötchen kaufen. Richtig. Ja. Genau. Ist es denn tatsächlich die Produktion, die einfacher ist bei einem Kurzfilm oder kommt es da gar nicht so sehr drauf an? Ist der Aufwand, bis man dann endlich was im Kasten hat, nicht fast genauso groß, dass man ein bisschen weniger Geld zusammentrommeln muss als bei einem Langfilm, klar, aber man muss doch ein Apparat ans Laufen kriegen. Das ist doch ein enormer Aufwand. Auf alle Fälle. Also es war auch so, dass wir eigentlich so das Gefühl hatten, okay, also ich glaube schon, also in dem Fall war es halt auch so, dass es halt ein historischer Stoff war und all das, was nochmal wirklich man sehr ausholen musste, alleine irgendwie, keine Ahnung, dieser Block von Komparsen, die am Ende auch gezeigt werden, irgendwie um die 100 Stück, die alle umsonst arbeiten mussten, sowas muss man halt auch erstmal rankarren. Dafür werden sie alle namentlich erwähnt, das hat man ja sonst ja, auch nicht. Ja, ja. Und was war jetzt gerade die Frage? Sorry, ich habe jetzt gerade bekommen. Ja, die Maschinerie, die man anstoßen muss, ja, ist fast genauso groß wie bei einem Langfilm. Ist fast genauso groß. Das Handling ist halt ein ganz anderes. Ich habe immer noch Nachwuchsbonusstatus, die Zusammenarbeit mit Redakteuren ist sehr unterstützend. Also auch zu der Frage, die ihr auch vorhin hattet, dass das, ob die sich quasi ein bisschen so wie ein Platzhirsch irgendwie reinsetzen wollen. Das Ganze war nicht im geringsten der Fall, im Gegenteil. Also das war, man hatte das so, man kannte die Geschichten eben auch, aber das war genau das Gegenteil bei uns. Also eigentlich jeder Hinweis war eigentlich irgendwie ein super, super Schritt zu einer neuen Entwicklung. Und ich glaube, dass allein das ändert sich auch, wenn du einen Langfilm machst. Also die Leute machen halt nicht mehr alle umsonst mit, du musst die Schauspieler bezahlen. Kostet halt 10-fache. Und ich glaube auch, dass alle anderen Leute nochmal viel mehr darin Produkt sehen, was sie auch am Ende verkaufen müssen und wollen. Und
deswegen halt auch einfach viel stärker mitreden. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass man irgendwann einen anderen Produzenten hat, der einem diese Arbeit abnimmt. Wie ist das bei euch? Ist das für euch auch der letzte mittellange Kurzfilm gewesen und die Hoffnung besteht jetzt, einen Langfilm zu machen? Oder habt ihr irgendwie den ästhetischen Reiz dieses Genres schon noch irgendwie so für euch? Naja, ich glaube, wir versuchen alle einen Langfilm zu machen. Deswegen sind wir Filmemacher. Da hat er schon recht. Wir wollen, das ist unser Beruf. Wir wollen davon natürlich irgendwie leben. Und auch, es ist auch künstlerisch, glaube ich, interessanter, ein längeres Format zu haben, wo man wirklich was erzählen kann und die Zeit hat, was aufzubauen. Ich weiß nicht, okay, es gibt manche Filmemacher, die machen aus Leidenschaft Kurzfilme. Ich glaube, mir reicht jetzt eigentlich dann auch. Also, aber naja, also die frohe Botschaft ist, dass es beim Fernsehsender die letzte Nachricht, die ich habe, ist, 2017 ist dann wieder was möglich mit Budget. Das heißt, es wird wohl nicht der letzte Kurzfilm gewesen sein. Wobei man, in dem Moment, wo man es dann macht, freundet man sich ja total damit an. Ich wollte den Film zuerst nicht machen, jetzt bin ich sehr froh, dass ich ihn gemacht habe, auch genau in der Länge. Und ich glaube, das passiert dann schon so, wie es soll. Die Abspielflächen werden mehr, hoffe ich sagen zu können. Also es gibt tatsächlich inzwischen Fernsehsendungen, Kurzschuss bei Arte, wo nur Kurzfilme gezeigt werden. Es gibt immer mal wieder den einen oder anderen kleinen Kurzfilm im Spätabendsprogramm. Ich würde gerne nochmal bei dieser Ästhetik bleiben. Also so ein Film, wo man weiß, die Geschichte trägt nicht für 90 Minuten. Da muss man sich entscheiden, macht man sie gar nicht oder dehnt man sie ins Unerträgliche und scheitert am Ende. Also es ist so ein Kurzfilm, so ein mittellanger Film hat eine eigene Ästhetik, hat eine eigene ästhetische Chance auch. Also auch bei Teilhard würde ich sagen, besteht viel Reiz darin, dass eben nicht alles auserzählt wird. Und wenn du jetzt angefangen hättest auszuerzählen, die Geschichte des Ehemanns beispielsweise, der ja nur ein Hauch ist quasi in dieser Geschichte. Hat keinen einzigen Wortdialog. Ja, genau, im Film. Genau. Der Arme. Ja, auch glaube ich, dass... Russe, konnte kein Deutsch. Ja. Nein, ich glaube auch, dass ein Film, der so wortkarg ist wie Teilhard, auf 90 Minuten nicht mehr funktionieren würde. Auch bei keiner Redaktion mehr durchgehen würde und so weiter. Also man hat auch Vorteile, wenn man den mittellangen Film wählt. Ja, unbedingt. Also man hat tatsächlich ist die Möglichkeit der Spielwiese größer. Und wie du richtig gesagt hast, gibt's einen Fokus, dann den man in 30 Minuten irgendwie entdecken kann. Also tatsächlich ein 90-Minuten-Film, gerade in Deutschland, wenn man denn dann mal einen machen dürfen könnte, hat ja auch wahnsinnig viele vorgegebene Formen. Also der ist irgendwo zwischen 88 Minuten 30 und 92 Minuten lang. Nach Minute 16 passiert auf jeden Fall was. Der Plotpoint 1 ist, sagen wir mal, Minute 38 oder so. Also es ist ja alles schon ziemliche Konfektionsware, wo man jetzt eben, weil der Markt noch nicht so groß ist, denkt man, weiß, wie man eventuell den richtigen deutschen Film macht, der dann seine Zuschauer findet, weil man eben eine große Menge Publikum will und da gibt's irgendwie Marktforschung und so weiter und so fort. Der mittellange Film hat den großen Vorteil, dass er überhaupt kein Geld machen kann. Das heißt, ist auch kein Druck super da. Vorteil. Nein, ja, das ich ist klingt naja, also jetzt ich, lustiger als es ist. Ich meine das durchaus auch ernst. Also von habe ich sehr genossen, also, da eben auch diese Freiheit auszuprobieren zu können. Ich war jetzt auf dem Max-Ophüls-Preis, ich weiß nicht, ob Urs mir widersprechen würde, aber also jetzt, ich habe da alle Sektionen geguckt und ich fand irgendwie im Mittellang wahnsinnig viele spannende Filme, während man bei den 90 Minuten langen Filmen immer gesehen hat, wie irgendwie gegen Ökonomien und Probleme gekämpft wurde und irgendwie der Film entweder eben, wie du vorhin sagst, 10 Minuten nochmal extra die Schippe draufgelegt wurde, damit er irgendwie vielleicht einen Verleih finden kann, weil die richtige Länge hat oder so. Und die mittellangen und die Kurzfilme waren alle mir zu kompakt. Und da hast du beim mittellangen Film hat man wahnsinnig viele interessante Filme mit einer klaren Idee und einem klaren Ziel, was sie eigentlich als Film machen wollten, gesehen. Und das fand ich sehr spannend. Und das ist tatsächlich die Freiheit des mittellangen Films. Von daher sollte man die häufiger gucken. Wie lang wird dein Abschlussfilm? Keine Ahnung. Nein, also ich schreibe jetzt gerade dran. Tatsächlich ist natürlich die Hoffnung, lang werden zu können. Parallel habe ich aber auch noch einen anderen Stoff, der gar nicht so lang ist.
Mal gucken, was passiert, mal gucken, was ich irgendwo platziert krieg und so. Also momentan sitze ich am Schreibtisch. Du hast vorhin gesagt, fand ich ganz interessant, man muss sich selber ausprobieren, man ist ja, fällt ja nicht als Meister vom Himmel. Ihr habt natürlich in dem Hochschulrahmen ganz andere Möglichkeiten, euch auszubilden oder auszuprobieren, euch selbst zu finden. Habt ihr das auch so ein bisschen, sind diese Filme jetzt so eine Art Visitenkarte, mit der ihr auch hausieren geht und sagt, hier, das habe ich gemacht, guck doch mal? Ja, ich glaube, das ist schon das, was man versucht. Auch dann im Abschlussfilm probiert man eigentlich, versucht man nicht mehr auszuprobieren. Also ich weiß nicht, wie das in München ist, aber bei uns gibt es eigentlich in Ludwigsburg zwei Filme, die man davor macht. Also im zweiten Jahr macht man den ersten Film, den man dreht. Der war bei mir 20 Minuten lang. Dann im dritten Jahr waren es 45. Und dann kommt so der Schritt, mit was geht man da raus? Und fast alle versuchen, den Langfilm zu machen. Aber natürlich macht man vielleicht besser einen guten, kürzeren als einen Langfilm ohne Geld oder mit wenig Geld, wo es dann irgendwie nicht das bei rauskommt, was man sich vorgestellt hat. Und dann die Hoffnung ist, also ich glaube schon, dass der Film jetzt meine Stilrichtung ausdrückt. Und entweder man kann damit was anfangen oder nicht. Und ich glaube, dass auch Redakteure das sehen können und das sich quasi für einen Langfilm vorstellen können, was man von mir bekommen könnte. Ne, man sieht ja oft auch nicht, wie viel Geld in so einem Film steckt. Also ein historisches Set zum Beispiel zu bauen oder herzustellen, allein die Uniform, ist ungleich teurer, als in Schweden in Altersklamotten zu drehen. Dennoch glaube ich, dass dein Film mehr gekostet hat als seiner. Möglicherweise, ja. Also Reisekosten und Unterbringung sind auch nicht zu unterschätzen. Ja, und du hast das Steadicam dabei gehabt und so. Also du hast schon die hat nichts gekostet. Kontakte. Also wir hätten das Geld, also wir hätten den Film für das Geld, was wir bekommen haben, das sind immerhin drei Sender und eine Länderförderung dran beteiligt. Wenn auch nur eine einzige Person bezahlt werden würde, könnten wir es schon nicht mehr drehen. Ne? Also es geht natürlich nur, weil alle, nach wie vor nur, das, weil alle das umsonst machen und weil man noch Deals macht und weil jemand die Steadicam irgendwie umsonst mitbringt, weil der die Kamerafrau gut kennt und so. Also das ist schon schwierig. Also ich finde es auch von Senderseite teilweise eigentlich schwierig, weil, gerade gesagt, kostet irgendwie eigentlich 10-mal so viel ein Langfilm wie ein Kurzfilm. Aber also meiner ist halb so lang wie ein Langfilm. Und trotzdem habe ich für einen Langfilm 10-mal so viel Budget mindestens. Habe ich, ist gut. Hätte ich. Werde ich haben. Das Budget ist ja eine große Frage. Ich meine, man hat jetzt sozusagen in dem Schutzraum der Universität oder des universitären Organisierens Filme gedreht mit Leuten, die kein Geld kriegen und keins wollen und eine Steadicam auch noch mitbringen. Der Schritt in die kommerzielle Welt des Films, wo man alles bezahlen muss und zwar teuer, ich glaube, dass der nochmal viel größer ist als der von null zum ersten Film. Oder ist das falsch? Nee, auf alle Fälle. Ich glaube halt einfach, dass es eine wahnsinnig gute Schule ist, natürlich. Also es erdet einen extrem und man ist, glaube ich, mit ziemlich vielen Wassern gewaschen so danach und jede Situation, die anschließt, wo man quasi tatsächlich die Leute bezahlen kann, das wünscht man sich ja auch selber. Es ist ja auch einfach irgendwie scheiße, 2 Wochen lang mit 30 Leuten umherzukarren. Jeder muss einfach tagtäglich für Umme arbeiten so und das ist auch anstrengend so und also ich glaube schon, dass das dass beides einfach, dass es sehr wichtig ist, aber dass es dann auch irgendwann mal gut ist. So so ist es auf alle Fälle bei mir. Aber ohne diese zwei Projekte und ohne Great vor allem wäre ich niemals fähig gewesen, sag ich mal, überhaupt im Ansatz darüber nachzudenken, einen Langfilm zu machen. So auch das eigene Vertrauen zu gewinnen und Feedback zu kriegen, ist man überhaupt richtig? Gibt es Interesse bei Leuten überhaupt für das, was ich mache? Das ist ja auch ziemlich relevant. Also wenn mein Film nur in einer Schublade landet, würde ich mich nicht als Filmemacher sehen. Der Film ist erst dann da, wenn irgendwie das Ding projiziert wird und auch noch Leute zugucken. So. Und dafür muss man halt erstmal ein bisschen, glaube ich, ausholen. Und der eine macht so und der andere macht so und dann, ja. Jetzt die indiskrete Frage, wenn du dein eigener Produzent, dein eigener Regisseur bist, wovon lebst du dann? Werbung. Werbefilme, Werbespots, Regie. Genau. Genau, also ich habe eine Filmproduktion zusammen mit einem Kollegen, dem Alex. und ja, ganz klassisch Werbung. Also wir konzipieren und drehen das und schneiden das bei uns im Haus und davon kann man leben, ja. Aber das konkurriert dann irgendwann mit dem künstlerischen Filmemachen. Ja, das glauben alle. Klar, das glauben wir. Das ist das Problem, mit dem wir auch kämpfen. Aber ich glaube, es ist nur eine Frage, wie man sich
einigermaßen clever kommuniziert und es gibt schon sehr viele bemerkenswerte Regisseure, bei denen man nur glaubt, dass sie eigentlich nur Spielfilme gemacht hätten, aber das sehr gut geheim halten, was sie eigentlich sonst noch alles gedreht haben. Ich halte es nicht geheim, Detlef Buck ist ein gutes Beispiel. Ja, ich wollte jetzt keinen Namen nennen. Jetzt habe ich fast die ganze Stunde hier schon verbraucht. Ich will Ihnen die letzten paar Minuten aber nicht stehlen und Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, noch Fragen an die drei Filmemacher zu richten. Genau, zeigen Sie einfach kurz auf, dann komme ich zu Ihnen und dann können wir die Frage stellen, weil es wird dann auch mitgeschnitten, damit wir das natürlich in das Sonderheft der EPD bekommen. Da hinten ist direkt eine. Ich möchte mich einfach nur bedanken für diese drei wunderbaren Filme und für den schönen Abend. Dankeschön. Danke. Danke Ihnen. Ja, mir hat der Abend auch sehr gut gefallen. Vielen Dank. Ich wollte bei Teilhard fragen, du auch Herr Sonnenschein, glaube ich, das war Ihr Name richtig, ja, hatte schon angesprochen, dass du ihn fast ein bisschen wie einen Familienpolitiker oder auf jeden Fall familienpolitisch darstellst. Ich wollte fragen, ob das in der Tat, wenn man drüber nachdenkt, er entdeckt diesen Brief, aber zerstört ihn, er handelt irgendwie, was man vielleicht einen politischen Realist nennen könnte. Er versucht irgendwie die Situation unter Kontrolle zu halten und handelt im Privaten so, wie man es sich von einem guten Politiker vielleicht vorstellt, der manchmal krumme Wege gehen muss, damit er ja das insgesamt Gute doch irgendwie schafft. War das mit ein Hintergedanke, diese Parallelität herzustellen? Unbedingt. Und ich bin sehr froh, wenn man das so sehen kann. Also unbedingt geht es darum, darüber nachdenken zu können, dass ein Politiker eben auch Dinge machen muss, die eben nicht so schön sind, eventuell, und das mit seinem Gewissen vereinbaren muss, meistens aber auch gar nicht die Zeit da hat für Reflexionen oder so. Es gibt, glaube ich, wenig Ethikgespräche im Deutschen Bundestag. Das wird dann einfach gemacht. Und da habe ich versucht, eben Politiker rauszuziehen und in eine andere Situation zu setzen, um ihn eigentlich vor sein eigenes Handeln auch stellen zu können. Um das für den Film und für den Zuschauer auszustellen und da irgendwie einfach so einen Dialog aufzumachen, wo man da drüber nachdenken kann. Ich hoffe. Ja, ich fand also auch alle drei Filme unheimlich gut, spannend und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren weiteren Arbeiten, dass man etliches von Ihnen auch noch in Langfilmform vielleicht zu sehen bekommt. Was ich sagen würde zu dem Teilhard-Film, der Film lebt ja auch sehr stark vom Schweigen. Die Leute schweigen sehr viele Szenen, wo kein Text kommt, nichts. Also das fand ich sehr gut, spannend gemacht und natürlich der letzte Film, also man kann es eigentlich kaum glauben, dass die Story wirklich so passiert ist. Und das begeistert einen wirklich, dass, sagen wir mal, so ein gewisser menschlicher Zug auch noch bei diesen Nazis, die ja nun ganz knallhart auftreten. Gerade dieser Dicke ist ja nun wirklich ein unansehnlich feister Typ. Der Typ ist gut gestellt. Dass da plötzlich so eine menschliche Note rauskommt, das erstaunt einen wirklich. Also, und auch der andere Film von der Regisseurin, also dieser Zwiespalt in den Gefühlen, der ist wunderbar dargestellt. Also ich gratuliere allen drei nochmal und wünsche Ihnen viel Erfolg weiter. Danke. Vielen Dank. Auch noch eine Frage an den Macher von Teilhard. Am Anfang gibt es doch diesen Ausspruch, den der in der Sitzung sagt, der Teilhard, du hast ihn paraphrasiert. Man muss manchmal, ich weiß nicht, dieser Moment, wo er sagt, man muss auch was Zwiespältiges tun, um eine schwierige Situation zu retten, irgendwie so. Das ist noch ein Moment, den ich spannend finde oder nachvollziehen kann. Und dann später verbrennt er diesen Brief. Und da fällt es mir persönlich irgendwie extrem leicht, mich zu positionieren, weil ich denke, okay, das ist jetzt eindeutig unmoralisch. Weil es wäre sicher von hohem Interesse gewesen für die Mutter und für den Mann. Es ist ja einfach ein Beweismittel oder Wahrheit oder eine Hinterlassenschaft. Und ich habe das als unmoralisch empfunden. Hast du das so vorgehabt oder empfindest du das auch als unmoralisch? Nee, ich glaube, also jein. Ich habe es für mich auch, ich weiß es nicht so genau. Weil ich auf der anderen Seite auch sagen würde, der Antrieb von ihm ist, dem Rest der Familie, den anderen, diese Wahrheit, die er
ertragen muss jetzt, die an ihm auch nagt, den anderen quasi zu ersparen und die durch die Trauer zu führen, was er in den Szenen schon vorher ansetzt. Und für mich war das diffus moralisch, ob das jetzt okay ist oder nicht. Ich glaube, er denkt, das ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt da das unbedingt wahnsinnig gutheißen würde oder es verurteilen würde. Es ist was er macht. Und wenn du es unmoralisch findest, finde ich das richtig. Aber ich sehe es zum Teil anders. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay. Gibt es weitere Fragen oder auch Anmerkungen? Ansonsten, ich habe auch eine, die ich ganz gerne an euch alle drei stellen würde. Wie du es ja schon gesagt hast, ich habe dankenswerterweise die Chance und Gelegenheit, häufiger mittellange Filme zu sehen. Und was da wirklich beeindruckt ist, dass die eine enorme Bandbreite an Qualität haben. Also das ist wirklich weit größer auf Festivals, als wenn man jetzt sich die deutschen Langfilme anschaut. Ist einfach so. Ist, glaube ich, nicht nur ein Gefühl. Und da ist auch viel, viel mehr Mut dahinter. Und ich finde auch, das ist vielleicht eine neue Art des deutschen Autorenkinos. So habe ich es zumindest in letzter Zeit immer mal wieder aufgefasst, weil da vielleicht weniger Leute mitreden, habe ich mir es versucht zu erklären, weil da mehr so die eigene Idee umgesetzt wird. Ich meine, du hast ja quasi von vorne bis hinten alles sogar fast alleine gemacht und zumindest die Führung gehabt. Ist das eine Erklärung, die ihr unterschreiben würdet oder seht ihr das anders? Nee, ich glaube, das ist total auf den Punkt gebracht. Also ich meine, das mit der mittellange Film verhält sich ja ähnlich in der Auswertung, glaube ich, wie der Kurzfilm. Das heißt, es ist auch einfach zu 95% einfach Nachwuchs und ja, wo man einfach, glaube ich, auch den Filmemachern den Freiraum lässt immer noch. Und ich glaube einfach, dass ja, das ist einfach später, sind einfach immer mehr richtige Personen mit im Boot, die wirklich was zu entscheiden haben. Und zwar nicht der Produzent, sondern quasi von Seiten der Finanzierung. Und es sind dann halt in Deutschland halt auch nicht mehr wahnsinnig viele. Das heißt, klar entsteht da irgendwo ein gewisser Konsens, ne? Also, und halt auch die Vielfalt leidet darunter. Und ja, also das ist bestimmt so und ist auch bestimmt etwas, wo man halt auch hofft, dass irgendwie halt der mittellange Film da auch vielleicht irgendwas mal bewirken kann, weil er ja doch irgendwie, sag ich mal, der Narration auch eines Langfilms viel näher kommt. Also oft kann man es, also finde ich, bei richtigen Kurzfilmen, die haben für mich sehr wenig zu tun mit wirklichen Langfilmen. Also man kann sich nicht vorstellen, okay, wie macht der Regisseur jetzt wohl einen Langfilm so? Bei mittellangen Filmen, finde ich, gerade bei euch, kann man das irgendwie schon total spüren. Also man kann eine Handschrift lesen, man kann Atmosphären spüren und man kann immer so die Augen zumachen, irgendwie sich einen Langfilm vorstellen. Und das ist, glaube ich, die große Stärke des mittellangen Films und hilft uns vielleicht ein bisschen. Also tatsächlich, ja. Also der Unterschied zum Kurzfilm ist dann, glaube ich, dass ein Kurzfilm meistens eben für was Kleines reicht. Es hat jetzt nie gereicht, um die Ambivalenz, die ich versucht habe zu erreichen, über die man dann vielleicht streiten kann oder sich auseinandersetzen kann und dann ein Fass aufzumachen mit. Ein Kurzfilm ist ja meistens dann eher nur eine kleine Idee oder im schlimmsten Fall halt ein erzählter Witz, finde ich. Habe ich so gesagt? Ja, stimmt, genau. tatsächlich vollkommen richtig, dadurch, dass man da irgendwie meistens sich einen Freiraum schaffen kann und eben auch die Ängste gar nicht so groß sein müssen. Also ich hatte jetzt auch den Vorteil, es war nicht mein Abschlussfilm. Und ich hoffe, ich habe es auch zwischendurch geschafft, es eben nicht nur als Visitenkarte zu machen, sondern den Film auch eben für sich selber zu machen, dass der ein Film ist. Und das deswegen sind mittellange Filme so, wie sie sind, wenn sie so sind wie der da und vielleicht meine auch. Es ist jetzt nicht so, dass niemand mitredet natürlich. Also ich musste für mein Ende auch lange kämpfen, oder weil dann schon eine Redaktion sagt, das ist aber ein Zuschauer nicht gewohnt, dass ein Film offen endet. Das ist unbefriedigend. Also da bin ich dann schon damit konfrontiert worden, wo ich dann dachte, mein Gott, mein Film läuft irgendwann 0 Uhr irgendwas und auf Festivals und dann dachte ich, okay, es muss aber den Zuschauer zufriedenstellen, also die Sehgewohnheit befriedigen. So.
das war schon, da dachte ich so, holla. Und, aber ich konnte mich natürlich jetzt noch durchsetzen. Ich weiß nicht, wie das dann beim Langfilm sein wird. Der Kampf ist sicher sehr viel größer, je mehr Geldgeber da reinkommen. Jeder hat eine Meinung. Alles, was ein bisschen aneckt, macht gleich Angst, dass es irgendwen verschreckt. Das ist schon sehr schade. Ich wünsche mir definitiv auch für den deutschen Langfilm mehr Freiraum und mehr Mut, außergewöhnlicher sein zu dürfen, egal in welche Richtung, ob das meine Richtung ist, dass es mehr Gefühl und mehr Poesie sein darf, oder ob das Genre ist, wo es dann finsterer sein kann oder härter. Also ich wäre sehr wünschenswert, dass da ein bisschen mehr Mut da ist, weil ich glaube, man hört immer, es ist so toll, dass so fantasievoller Nachwuchs kommt und endlich was Neues, und dann darf man es gar nicht machen, weil es dann doch wieder so sein soll, wie das, was schon gibt, und das ist schade. Insofern wünsche ich mir das schon sehr, dass sich da ein bisschen was ändert. Sollen wir es an der Stelle beenden? Den Abend noch anders ausklingen lassen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut nach Hause kommen. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren und sich diese drei wunderbaren Filme angeguckt haben. Ich danke euch, dass ihr sie uns gezeigt habt. Dankeschön und tschüss. Genau, also bevor, du hast schon tschüss gesagt, ich habe noch zwei Programmhinweise sozusagen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, was den deutschen, den herausragenden deutschen Film angeht. Am 21. April haben wir Caroline Link hier zu Gast, mitten irgendwo in Afrika. Sie wird über ihren Oscar-Gewinn sprechen. Das ist mit Sicherheit auch sehr, sehr spannend. Und dann im nächsten Monat wird Ludwig II. Hier in dieser Reihe zu sehen sein. Peter Seher und Marie Noël werden am 12. Mai dann hier sein und sich dem Gespräch mit Rudolf Vorschig stellen. Ja, ansonsten ein super tolles Gespräch. Es war eine große Freude. Es war toll, dass Sie sich alle für den mittellangen Film interessiert haben. Einen guten Nachhauseweg.